Die kennen sich, seht ihr? Du wirst die Frau beschaffen, die ich brauche, nicht wahr? Fähige Hilfe ist heutzutage schwer zu bekommen. Was soll ich da schon machen? Ich kann euch versichern, Herr, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um... Elgini steht wiederum den unter. Aha, aha, aha. Interessant. Pergenisch, wir sind doch Freunde, nicht wahr? Freunde kümmern sich umeinander, ja? Keinesfalls aber enttäuschen sie sich. Yes! Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Nach Freunden hörte sich das aber gerade nicht so an. Ich habe in der Stadt eine hübsche Tänzerin gesehen. So eine würde mir gefallen. Also ist es so, wie ich vermutete. Elgenisch kennt ihn. Schaff die Frauen zu der Stelle, die auf der Karte markiert ist. Und Helgenisch, lass mich nicht warten. Yes. Aber natürlich, Herr. Diese Karte. Ah. Okay, er hat's nicht gesehen. Piu, Glück gehabt. Dann werde ich mal diese dreckige Krähe verfolgen. Haltet euch da heraus, das ist meine Sache, nicht eure. Aber ich denke, es steht euch frei zu tun, was ihr wollt. Kommt schon, wenn ihr kommen wollt. Primus hat sich der Gruppe angeschlossen. Okay, nice. Das speichern wir erstmal. Auf jeden Fall auch interessante Geschichte, oder? Ist schon cool. Da, wo die auf der Karte markiert ist. Können wir das dann auch hier verlassen? Können wir. Gefahrenstufe 7 ist kein Problem. Achso, wir sollen... Ach, in die Katakomben. Ui. Aber da müssen wir ja auch rein, schätze ich mal. Ja, komm. Sollten wir speichern können, speichern wir auch. Ach, wir sind Stufe 14 schon. Huiuiuiui. Okay. Schauen wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Kommen wir hier weiter? Ja, aber hier gibt es nichts großartig. Cookie, Cookie. Hier gibt es auf jeden Fall auch schon mal Gegner. Ach du Scheiße. Komm. Ach so, der ist doch nochmal stärker als die anderen. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal wieder in das Kämpfen hier reinkommen, ne? Ist nämlich schon ein bisschen was her, wann wir das letzte Mal gespielt haben, ne? Aber... Nicht schlimm. Ja, der wird dann auch eine Schwäche dagegen haben. Safe. So. Miss it to me. Bring it on. Stärke sammeln, hör bloß auf. Haben wir auch Axtschwächen? Nö, keine Axtschwäche. Tänzerfertigkeit, Löwentanz. Die physischen Angriffe eines Verbündeten werden 2 Runden erhöht. Mondlichte Walzer. Fügt einem Gegner schweren Dunkelheitsschaden zu. Heiliger. 7 FP wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Alter, der hat eine Schwäche gegen Dunkelheit. Hö, okay. Gerlinde, Gerlinde, Gerlinde. Ach ja, der greift ja so gesehen greift ja fast alle an. Aber aufhören. So. Sirian, Dieb Fertigkeit. Der hatte auch so eine richtig geile, genau, Schildobjekte. GP-Dieb, genau. Sticht beim Dolchangriff auf einen Gegner zweimal zu. Der zugefügte Schaden regeneriert die Gesundheit. Aber er hat volle Gesundheit, er hat auch volle FP, das macht also auch keinen Sinn. Dann können wir erstmal. Guck mal, Feuer müsste doch gegen dieses Insekt hier gut sein, oder? Macht viel Schaden, aber ist keine Schwäche, aber egal. Autsch. I'm ready. Muss erstmal wieder reinkommen mit den ganzen Attacken hier. Oh, ich wollte eigentlich den oberen angreifen, aber egal. Das ist alles keine Schwäche. Mal 3? Ja, oh, Moment, 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 Moment. Wie mal 3?
Weil wann haben wir denn hier mal drei? Mir vorher irgendwie noch nie aufgefallen. Ach so, geht das, je mehr Punkte wir haben, oder was? Ach du Scheiße, das wusste ich ja noch gar nicht. Alter. Alter. Ah, krass. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ich dachte, man kann immer nur einmal boosten. Man kann so oft boosten, wie man Punkte hat. Hell. Oh. War das schon immer so? Kranker Scheiß. Das wusste ich ja noch gar nicht. Mit Hanit haben wir... Also ist aber nicht Hanit. Ja, wir könnten natürlich was mischen. Na... Ach, ist alles nicht notwendig. Aber ne, wir müssen auf jeden Fall wissen, dass Alfin auf jeden Fall ja so gesehen der Supporter ist in unserem Team. Wie sollte jetzt einen FP dazu bekommen? Ich glaube, das war durch ein Accessoire oder sowas, was er ausgerüstet hat, ne? Bestie rufen. Hat er eine... Ich weiß halt nicht, was für Schwächen die haben. Ich will mal ein bisschen was ausprobieren, so zu schauen, was für Schwächen der noch hat. Ja, eigentlich nicht wirklich notwendig, aber... Guck mal, Sirian könnte jetzt zum Beispiel einfach mal... GP-Dieb reinhauen. Und dann wären wir nämlich schon wieder voll geheilt, right? Ja, fast aber. Sirian ist schon easy, ist schon richtig stark. Sehr cool. Ich wollte eigentlich... Ich weiß nicht so wirklich, wo es lang geht. Ich will halt auch nicht die Truhen so verpassen. Ach Gott, vier Gegner sogar. Heilige Scheiße. Okay, da die einzigen sind mit der Axtschwäche, gehen wir mit der Axt natürlich auf die Viecher. Warum hat das Vieh keine... Eine Bogenschwäche, aber guck mal, die Stufe 1 Fledermaus hat eine Schwäche gegen so Dolche, aber... Das große Vieh nicht, okay, das ist merkwürdig. Oi, die machen aber nice wenig Schaden, dachte ich. Ja gut, 40 ist mittlerweile nicht mehr so viel, ne? Auch kein Feuer, keine Feuerschwäche. Ja, oh, der hat ja gar keine Schwäche. Was ist denn da los? Aua, ey. Okay, vielleicht sollten wir erstmal zusehen, dass wir hier die anderen oder sowas erledigen. Da sollten wir aber auf jeden Fall mit Gerlinde gleich mal angreifen. Ey! Oh, Primrose hat gar nicht so viel Leben. Stimmt, wir müssen auf Primrose aufpassen. Bring it on. Wir müssen ein bisschen auf Primrose aufpassen. So, und Primrose gibt jetzt hier mal alles mit. Vierfach auf die Fledermaus. Sehr gut gemacht. So, Hanit können wir auch schon alles geben. Ja gut, warum nicht? So, jetzt kommen wir der Sache hier langsam näher. Verdunklung, Autschi. So. Okay, das war jetzt nix. Diebfertigkeit, Sirian. Ja, aber irgendwie ist halt... Das, wo man sich dann gegenseitig wieder heilt, eigentlich schon mega nice irgendwie. Ja, wir können jetzt auch mal...
Was hatten die große noch für Dingsbums? Aber egal. Wir machen jetzt mal Fangen. Wie ging das nochmal mit dem Fangen? Fangen. So, Fangen. Boah, Stärke 4, das ist gut, oder? Und diese Dunkelheitsschaden haben wir als Tiere noch gar nicht. Wir haben aber mit Primrose mittlerweile so eine Attacke. Wir schauen mal. Ja, das ist mir klar. Aber wollen wir über Platz machen? Ja, schon, ne? Die Kriegerwespe brauchen wir eigentlich nicht. Go. Auchi, arme Primrose. Wenn Alfin gleich nochmal dran ist, könnten wir nochmal heilen. Aber ich glaube, das Vieh sollte jetzt tot sein. Ja, okay. Du. Achso, ihr habt E-Stufe aufgestiegen, ist nicht so schlimm. So, was ich jetzt aber nochmal schauen wollte, ist, damit wir nochmal wieder richtig reinkommen, ne? Ausrüstung nämlich. Hier nämlich, was war das? Ausweichen, Genauigkeit. Genauigkeit, Ausweichen. Achso, das waren bei den Fertigkeiten war das drin, ne? Hierfür Adleraugen. Was hieß das denn nochmal? Kann man das nochmal, diese Hilfsfähigkeiten, kann man das nochmal nachlesen, was das nochmal bedeutete? Können wir Primrose auf jeden Fall schon mal was... ich weiß schon gleich wie. Okay, Moment. Aber erstmal hier, Pfauengang. Erweitert die elementaren Angriffe eines Verbündeten für 2 Runden. Erweitert die physischen Verteidigung eines Verbündeten. Okay, Primrose ist auch eher so ein Supporter, ne? Erhöht das Tempo. Ja, Tempo ist vielleicht erstmal nicht so verkehrt. So, wir gehen jetzt mal auf Hilfsfertigkeiten, genau. Erhöht sich die Chance im Kampf als Erster anzugreifen. Erhöht die kritische Rate des ausgerüsteten Charakters um 50, jawohl. Greift ein Gegner mit einem nicht... besteht eine Chance von 50%, dass sie auch angreift. Erhöht das Tempo des Charakters, der sie ausgerüstet hat, um 50. Erhaltet FP in Höhe... das war das, genau. Um 1% des Schadens, den ihr mit jedem erfolgreichen Standardangriff zufügt. Und die kommt erst noch. Okay. Ich glaube, hier oben geht es jetzt erstmal nur zur Truhe. Genau. Schattenseelenstein, mhm. So, ich möchte aber auch zu den anderen Truhen da am besten einmal. I'm ready. Versuchen wir den erstmal hier wegzuhauen. Warum haben die keine Axtschwäche? Ist ja doof. So, komm, Linde, hau rein. Ja, Linde ist halt krass. Okay. What next? Haben die eine Bogenschwäche? Sieht nicht so aus. Oh, aber eine Dolchschwäche. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch jeden Kampf mitnehmen. Komm, geht auch relativ schnell. Jetzt, wo wir langsam wieder in das Kampfsystem reinkommen. Weil wir Primrose mit aufleveln müssen. Oh, Alfin braucht noch einen LBP, damit wir den auch eine weitere Fertigkeit geben können. Okay. So, es kommt mir so ein bisschen vor, gerade wie so ein Labyrinth hier, ne? Aber ich möchte halt die Truhe hier unten noch haben. Dafür müssen wir bestimmt direkt die erste Treppe hier runternehmen. I'm ready. Come in, if thou darest. Guck mal, wir könnten jetzt theoretisch mal den hier machen, ne? Die Schattenfledermaus. Oh, der hat auch so eine Schwäche. Aber es ist random, wer wann angreift. Oder wer, nicht nur wer wann, sondern wen die angreift.
Okay. Sirion könnte ein paar FP wieder gebrauchen. Und dabei den brechen. Bruch! Bring it on! Bring it on! Geh mal mit auf dem, auf das Vieh. Perfekt. I'm ready. Auf das Vieh. Sehr schön. Let my arrow fly in true. Der Linde ist immer noch. Boah, das ist. Also, weiß ich nicht. Wir, irgendwie sind wir schon extrem stark, oder? Alright. Irgendwie sind wir schon echt extrem stark, habe ich das Gefühl. I'm ready. Primrose macht aber noch wenig Schaden. Wir müssen mal gucken, ob wir Waffen für Primrose haben. Ja, genau. Moment. Machen wir gleich mal. Aber sie ist halt auch erst Stufe 5 oder so. Also von daher. What next? Thou didst fight as a coach. Ja. Yep, yep, yep. Aber trotzdem können wir einmal ganz kurz schauen. Einmal kurz jetzt die Fertigkeit für Primrose. Ne, wer war das? Alfin, genau. Fügt einem Gegner schweren Schaden mit einer Axt zu. Belebt einen kampfunfähigen Verbündeten wieder. Das brauchen wir, glaube ich. Ja, komm, dass wir mal jemanden wiederbeleben können. Jetzt bei so, mittlerweile haben wir so viele Mitglieder, dass es immer mal wieder passieren kann, dass mal einer drauf geht. Ja. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Gesund und munter? Was war. Moment mal, was war das? Hä? Achso, Moment. Da. Hilfsfertigkeiten, gesund und munter bei Alfin. Wieso kann ich das nicht lesen, was das ist? Oh, weil es gar nicht ausgerüstet. Erhöht die maximale GP um plus 500. Uiuiuiui. Was? Um 500. Jetzt hat der 1233 GP. Alter, Alfin ist ja jetzt der übelste Tank plus Supporter. Heilige Scheiße. Dass wir das noch nicht ausgerüstet hatten. Und das bringt keinen Nachteil? Heiliger Schuss. Okay. Und wir wollen einmal kurz bei Primrose nach Dolchen gucken. Ja, es, ja, ja, ja. Den hat. Den. Spitzer Dolch. Warum kann sie den Falken. Ach so. Die kann den Falken Dolch. Könnte sie theoretisch haben, aber Sirion hat den im Moment. Naja, okay, dann bleibt das erstmal dabei. Mehr Genauigkeit, weniger Schaden und viel weniger Limit. Nee, komm, okay. Passt schon. Okay, einmal speichern. Fahren wir morgen mit dem Polo. Mir egal. Ja, hier genau. Hier geht es zu der Truhe. Nur was wir morgen auf jeden Fall auch mal machen müssen, ist Bier kaufen dann für den Abend, für Abend, für den Spielerabend. Ihr habt euren Feind. Einen Moment, was? Jetzt schauen wir mal. Ne, guck mal. Doch, 1233 der Alfin. Heiliges Blechle. Alter, das ist ja übel, ey. Okay. Dann muss ich später meinen Baum wieder entfernen. Oh Gott, sag nicht, der hängt schon wieder. Oh, Lisa, ich bitte dich. Warum macht man sowas? Oh, das ist ja schrecklich. Eieiei. Nee, ey. Let in the hunt.
So, Bestie rufen. Boah, das macht so viel Schaden. Aber ich hätte gerne den da oben getroffen. Boah, nee, dann fahren wir lieber... Boah, nee, dann fahren wir, glaube ich, lieber nicht mit dem Polo. Ey, ist ja ekelhaft. Eieiei. Ah, ich wollte den Dolch haben. Egal. Anit. Nope. Egal. Die physischen Angriffe eines Verbündeten werden, fügt einem Gegner schweren Dunkelheitsschaden zu. Ja, das ist auch eine Schwäche von dem, okay. Aber was ist die letzte Schwäche? Werden wir noch früher oder später mal herausfinden. Ja. My turn. Dann zeig mal, was du kannst, Tyrion. Okay, wir brauchen erstmal nichts stehlen, so wie es aussieht. Na komm, gib ihm hier. Damit der erstmal wieder Sternchen sieht. Ach, der ist schon K.O. Okay, okay. Er will gar keine Sternchen sehen. Okay, okay. I'm ready. Danke, Primrose. Gib ihm den Rest. Noch nicht ganz. Here we go. Sehr schön. Mir macht das Kämpfen aber auch einfach Spaß. Wir nehmen jeden Kampf mit. So, ich weiß jetzt aber noch nicht ganz genau, wie wir... Hier geht es ja nicht weiter, ne? Ne. Wie wir jetzt an die Truhe da kommen. Wahrscheinlich später. Jetzt gehen wir hier erstmal... Es ist ein Labyrinth. Es ist ein Labyrinth. My turn. Okay, ihn brechen wir erstmal direkt. I'm ready. Ja, die anderen auch, dann können die nicht angreifen, ne? Letting the hunt begin. Here goes nothing. So sieht das doch gut aus. Jetzt wüsste ich nur mal ganz gerne, was noch die letzte Schwäche von denen ist. Schweren Eisschaden. Sowas vielleicht? Tatsache. Okay. Out of my way. Out of my way, Potter. Fängt das schon wieder an, ne? Fängt das schon wieder an. Let my arrow fly in true. Here goes nothing. Wunderbar. Try again. Ja, auch wenn die anderen jetzt ziemlich langsam leveln, aber ist egal. Nur ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Nein, nicht untersuchen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir sind... Ja gut, jetzt sieht man jetzt nicht großartig. Da. Südliche Schatten. Sind wir hier überhaupt richtig? In den Katakomben? Aber wahrscheinlich, oder? Okay, also, Moment. Wir sind von hier gekommen. Es kann ja nur hier lang weitergehen. Ich bin ein bisschen überfordert, wo es lang geht. Muss ich zugeben. Okay, jetzt will ich aber auch einmal kurz wissen, ob... die Fledermäuse auch... Egal, wir setzen einmal... den ein. Aua. Nee. Hier, Eisschaden. Ja, okay, ist auch eine Schwäche. Was haben wir mit der einen Fledermaus da gemacht? Warum? Ist sie vergiftet? Aber durch welchen Angriff hätten wir die jetzt vergiften können? The moon.
Okay, das ist keine Schwäche. Let's the hunt beginning. Here we go. Ne, Moment, was heißt? Jetzt schaue ich immer, was das heißt. Sieht man nicht, was das heißt? Man sieht nicht, was das heißt. Hallo, Philu. Komm. Hi. Schwarze Fledermaus, was heißt das? Also für mich ist das irgendwie das Zeichen für Vergiftung, aber mir ist bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass er irgendwie Giftschaden erlitten hätte. I don't know. So. Ah, doch, da, schaut mal. Okay. Ich nehme alles zurück. Warum schläfst du jetzt? Warum schläfst du jetzt? Sirian. Diebfertigkeit, Lauffeuer. Kann es sein, dass ihr kein Feuer mögt? Nö. Okay. Ne, wir nehmen aber die normale Gelinde, die macht allein schon richtig viel Schaden, perfekt. Und trifft halt auch alle. Meistens zumindest. Philu, ja, da ist der Philu mal wieder. So, wir müssen jetzt mal schauen, wo es hier lang geht. I don't know. Aber dann muss es ja hier unten eigentlich weitergehen. Ah, und so kommen wir auch zu der Truhe, alles klar. Ja. Ui, das ist nochmal so ein stärkeres Vieh. Alles kein Problem. Der Appa will rüber. Appa, gib nicht auf, du schaffst das. Go, Appa, go, komm zu mir rüber. Ich glaub an dich, Appa. Wunderbar. My turn. Ja, mit Hanid greife ich am liebsten immer mit Gelinde an. Gelinde ist halt ultra krass. Jetzt kommst du zu der Stelle, wo ich aufgehört habe. Ah, okay. Ah, Moment, wir hätten jetzt... Das große Vieh hat wahrscheinlich auch eine Axtschwäche, ne? Egal. Dann brechen wir das Vieh noch einmal. Jetzt sehen alle Sternchen. Ja. Mach das... Boah, Bessie rufen, Stufe 3, Heilige. Piu. Alter, weiß nicht, Alter, die ist ja super OP. Konkurschiert. Anregende Pflaume. Herrlich. So, wer bist du? Wenn ihr etwas braucht, sagt es nur. Ui, wir können Sachen kaufen. Aber schaut mal, jetzt kommt bestimmt ein Bosskampf oder so, weil... Wir können Sachen kaufen, aber 38, 22, 14. Komm schon. Das macht schon, also... Aber wir sollten, bevor der Kampf jetzt beginnt... Hallo? Vielleicht einmal... uns voll heilen. Ja, das macht keinen Sinn. Hier einmal und... auch die FP. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt kommt ein Bossfight. Man kann auch speichern... Schauen wir doch mal.